Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch zur nächsten Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Für heute habe ich mir einen Beutezug vorgenommen, Operation Stürmischer Dorn. Da schauen wir dann auch mal gleich rein. Die östliche USA. Wen bringen wir? Ja, was wir. Wen wir nicht bringen können, das ist Rob und Sam, unsere zwei Super Ranger. Das heißt, wir müssen als Ersatz Aria mitbringen. Ist ihr erster Einsatz. Dann bringen wir auf jeden Fall Ilaria wieder mit. Ed. Wir bringen Wyman mit. So, und wen bringen wir als letztes noch mit? Da hätten wir Euron zur Verfügung, Varys oder Ygritte. Ygritte nehmen wir mal nicht mit, ein Scharfschütze reicht. Ich denke, es wird Varys werden. Gut, jetzt müssen wir noch ein bisschen die Gegenstände umverteilen. Varys kriegt jetzt das Medikit. Na, der kann den Gremlin ja jetzt auch rumschicken. Und die Landgranate darf wie immer die Person mitnehmen, die das erste Mal dabei ist, und somit ist es Aria. Auf geht's in den Einsatz. Sky Ranger eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz. Einen Atlan-Truppentransporter im Visier, die ihn Widerstandskräfte hier im Gebiet lahmgelegt haben. Die Aliens rechnen nicht mit uns. Das ist unsere Chance, die Technologie an Bord zu bergen. Wir rechnen trotzdem mit schwerem Widerstand. Schalten Sie alle Feindkontakte aus und sichern Sie das Gebiet. Der Firebrand bringt uns in die Wildnis in Ostamerika. Operation Stürmischer Dorn, und wie immer bei einem Beutezug haben wir zwei Ziele. Ein Hauptziel, nämlich alle Gegner ausschalten. Und das zweite Ziel ist, so wenig zu zerstören wie nur möglich, sodass die Anzahl an Vorräten, die wir hier rausschleppen, maximiert wird. Der Advent-Truppentransporter ist in der Nähe. Angreifen und alle Feinde neutralisieren. Die Map, glaube ich, kenne ich. Ich glaube, die habe ich schon mal gespielt. Die ist ein bisschen eigenartig. Dieser Advent-Troop, glaube ich, war irgendwo da drüben. Also das heißt, wir haben jetzt einen ewigen Weg dahin. Wir sind verstohlen. Wir fangen mal in kleinen Schritten an, uns hier nach vorne zu wagen. Außerdem haben wir immer noch Wachsamkeit als düsteres Ereignis. Das heißt, wir sollten es nicht zu gar angehen. Diese Mutons scheinen beweglicher als die bisherigen. Anscheinend setzen die Aliens sie aber noch immer an der Frontlinie ein. Ja, da ist schon die erste Truppe, das ist aber ziemlich schnell gegangen. Ein Muton und ich glaube, es waren zwei Stunlancer. Jo, harte Jungs. Und wie man auch wieder sieht, Wachsamkeit geht gleich mal bis hierher. Ja. Den haben wir hier. Das ist Ed, der geht mal hier hin. Wyman sichert sich den Platz hier hinter dem Baum. Varys sollte auf keinen Fall zu weit nach vorne gehen. Ich würde mal vorschlagen, hier hinter dem Baum. Und Aria in ihrem ersten Einsatz. Lass mal auch mal oben erst einmal. Schauen wir mal, wo die hingehen, ob sich die überhaupt bewegen, etc. Sie bewegen sich und zwar nach links. Okay.
unteren können sich aber gar nicht recht viel weiter bewegen. Schauen wir, ob wir hier oben noch ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Mandalay. Die Frage, kann man wirklich so weit gehen? Oder werden wir dann aufgedeckt? Es wird momentan noch nicht so richtig angezeigt, dass wir da eigentlich schlecht stehen. Schauen wir mal. Langsam. Okay, da ist nix. Dann sollten wir auch hierher gehen können. Passt. Vielleicht bringen wir noch einen zweiten hier hoch. In dem Fall Ilaria. So, und hier können wir jetzt nicht viel machen. Aria übernimmt mal die Position. Und wir schauen mal, vielleicht kommen sie zurück. Nein, sie gehen weiter ins Licht, nein, ins Dunkel. Und weg sind sie. Trotzdem total gefährlich, wenn wir jetzt weiter nach vorne gehen, dass wir dann plötzlich doch wieder... Aber ich denke mal, so weit müsste funktionieren. Okay. Hat funktioniert. Ed kann sogar bis hierher gehen. Aber es ist gefährlich. Also da habe ich auch schon Situationen gehabt, wenn man nur so zwei Felder weg ist bei Wachsamkeit, dass einen die dann trotzdem sehen. Deswegen gehen wir lieber hier hin. Okay, die lassen wir da oben. Overwatch alle. Können wir gut vorstellen, dass sie jetzt umdrehen und wieder zurückkommen. Nein, die gehen einfach wirklich weg. Wie können wir die am besten angreifen? Bei dieser Wachsamkeit ist es total schwierig, die anzugreifen. Jetzt können wir den auf jeden Fall hierher ziehen. Aber wir sehen sie von da noch nicht einmal. Varys. Schleichen wir uns schön hinter denen her. Aha, er sieht sie wieder. Bis sie irgendwann umdrehen. Das müsste schon klappen, das sollte jetzt kein Problem sein. Ja. So, und ich denke mal, wir werden jetzt auch anfangen, Ilaria nachzuziehen. Ja, egal, hier muss reichen. Wyman bleibt oben. Jetzt kommen sie zurück. So, jetzt werden wir dann encountern können. Kommt ein bisschen näher zusammen. Jawohl, eine Granate für alle. Oh, Ed. Okay, kann auf jeden Fall mal loslegen. Passt. Was machen wir? Hier haben wir hohe Wahrscheinlichkeit, noch was reinzujagen. Stehen schön frei. Ja, wir machen Ilaria auf... Oh, nein, machen wir nicht. Wir machen vielleicht Varys auf Overwatch. Obwohl Varys sehr gut positioniert wäre, um dann da jemanden zu flanken. Wir fangen einfach nur mit der Granate an. So, einfach. Machen wir das diesmal. So. Go! Bombs away! Bombs away! Okay, leider nur Minimalschaden verursacht. 3x3. Die Waffe klemmt wahrscheinlich jetzt.
Okay, Wyman. 87 da hinten, nicht schlecht. Und er hat noch einmal blitzschnelle Hände. Da geht sowieso nur der Muton. Also können wir das auch gleich machen. Aber vorbei. So, auf seinen Schuss warten wir jetzt noch. Varys, kannst du was? Varys könnte den natürlich flanken. Das wäre dann auch ein Toter. Sehr gut. So, also den haben wir schon mal im Hinterkopf. Arya könnte den flanken. Das wäre aber wahrscheinlich kein Toter und war ganz ungünstig. Das müssen wir uns jetzt noch überlegen. Auch sie könnte den flanken. Hätten wir schon mal zwei. Wyman, kannst du dem da hinten irgendwie was antun? 59%. Würde uns halt helfen, gell? Ja, oder wir lassen ihn da drauf. Er hat 4 bis 6. Okay, das. Wir probieren es mal. 4 bis 6. Hoffentlich keine 4. Doch, genau die 4. Bad News. Weasel. Hat er überhaupt nirgends. Hat er nirgends Schutz. Das heißt, es müsste da in den Muton reingehen. Der hat theoretisch 11 Leben. 100% Chance. Sehr, sehr, sehr hohe Crit-Chance, den zu treffen. Ja. Ah! Jetzt haben wir auch noch einen Turret. Wir wissen immer noch nicht, ob sie voll automatisiert sind oder aus der Ferne ausgelöst werden. Wow! Arya! Erster Schuss und einen Muton gekrittet. Respekt. Und einiges an Loot eingesteckt. Respekt. So. In dem Fall. Affirmativo. ...92% Chance, Varys. Boy, hat gleich mal gekrittet. Ah, Overkill ein bisschen. Er hat nur noch einen Schaden braucht. So, und dann haben wir hier noch... Das ist eigentlich ein Schutz. Ah ja, das wäre sogar ein Schutz. Das war eigentlich total egal in dem Fall. Boah, der wird sowieso auf uns schießen, da habe ich gar keine Möglichkeit. Und ich glaube, da gehen wir auf Overwatch. Sollte sich der herbewegen, weil er jemand stunnen will, haben wir, glaube ich, eine höhere Chance, als ihn zu treffen, als wenn wir jetzt schießen. Schauen wir mal. Bewegt sich, jawohl, aus der Deckung raus. Elari, jawohl. Genau aufgegangen, was wir uns gedacht haben. Jetzt wird aber trotzdem Arya hier wahrscheinlich den Schuss von dem Turret abkriegen. Jo. Oder war es gar nicht Arya? Was? Elaria? Elaria was? Ah, das ist unglücklich! Du musst die aussetzen. Gut, erstmal. Lass uns hier gleich mal. Elaria wieder heilen. Nicht, dass das irgendwie falsch läuft. So. Ed, du hast. Du kannst. Rüstung schreddern. Das können wir an der Stelle jetzt exakt brauchen. Aber nicht so. Jetzt bin ich gerade an was anderes am Überlegen. Normalerweise, wenn wir hier eine Granate schmeißen, dann. Nur müssen wir bis dahin kommen. Dann ziehen wir dem Turret ja unten den Boden weg und dann wäre er weg. Schauen wir mal, ob wir mit Elaria da hinkommen, um eine Granate zu schmeißen.
Notfall hacken wir das Teil einfach. Reicht das? Oh, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, wir hacken's. Um auf Nummer sicher zu gehen. 100% Chance, es zu hacken. Ja, das machen wir doch. Órdenes confirmadas, en marcha. In dem Fall wurscht, ob wir hier hinter Cover sind bei dem Turret. Ja, dann jagen wir halt nur so viel rein, wie in der Runde geht. Wyman. War vorbei. Ja. So, letzte Runde, dass es deaktiviert ist, aber es hat nur 3-6 Leben quasi. Oh, da haben wir aber was verschrien. Okay, Heavy Mac, Stun Lancer Trooper. Welcome to the show. Stun Lancer. Okay. Das heißt, hier kriegen wir einen lockeren Flankshot hin. Hier kriegen wir einen recht hohen Hit hin. Hier dürften wir eigentlich auch einen Flankshot hinkriegen, jawohl. Passt. Add. Mal schauen, ob er da oben eine Granate hinbringt. Würde. Da könnte Wyman den auspacken. Ja. So, Strategie, glaube ich, habe ich. Das heißt, Arya versucht sich an dem. Elaria später an dem. Ed knallt dem ne Ding auf den Latz, eine Granate auf den Latz. Wyman macht den fertig. Und Varys versucht das Turret oben zu holen. So, in welcher Reihenfolge machen wir's? Ich fange erstmal mit der Granate an. Obwohl, die macht nur 3 Schaden, gell? Die macht nur 3 Schaden eigentlich. Und das war 72%ige Chance, den zu treffen. Ich glaube, wir gehen da. Da ist die Chance einfach höher. Jawohl! Geschreddert, 3 Schaden. Das ist jetzt wirklich eine super Chance für Wyman. 1, 2, wie hat er noch? 6, 7. Ja, das ist natürlich zu wenig. Er hat voll zu viel Leben. Varys hätte 72 auf den. Und 0 Chance auf einen Crit. Turret oben hat er auch 72. Ich glaube, wir müssen erstmal das da versuchen. Aber womöglich schafft sie den auch nicht. Dann sind wir so richtig angefressen. Jawohl, sie schafft es genau nicht. Um 1 nicht. Das ist genau unglücklich gelaufen gerade. Elaria. Kann sich aber wenigstens den da holen. Sollte man wenigstens den einen down haben. Ah, wieder Overkill. Ja, gut. So, jetzt haben wir noch 2. Jetzt müssen wir schauen. Optimal wäre es natürlich, wir würden so viele wie möglich hier noch zerlegen.
liebsten wäre mir natürlich der wäre weg. Aber wenn es blöd ist, kriegen wir gar keinen weg. Gehen wir mal auf den. Oh Mann, 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 es läuft hier. Perfekt. Und wenigstens das da oben. Jawohl. Ja, wenigstens eins einmal los. Ja, weil wir jetzt einstecken werden, das ist klar. Jetzt werden wir mal richtig einstecken. Wohin läuft der Mac? Wen schnappt er sich? Oder geht er auf die 2 mit Granate? Na, doch. Der geht schon wieder auf Ilaria, aber diesmal daneben. Oh. Puh. Lucky. So, ja, Ilaria muss den jetzt hier abfrühstücken und zwar mit Gefechtsprotokoll. Da geht jetzt kein Risiko mehr ein, auch wenn es nur 3% zum Nicht-Kill waren. Gut. Lyman und 100%. Add. Shredder den jetzt komplett, jetzt hat er noch ein Leben. Den Kill gehen wir Weimen. Und zwar mit der Pistole, mal noch nachladen. Aber auch die Pistole hat 100%. Gut, gehen wir erstmal irgendwie in Deckung, laden nach die Runde. Und Varys haben wir mit dem schon geschossen? Oder warum lässt sich der nicht bewegen? Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht mehr. Gremlin Heilung auf Ed. Gremlin, in Marcha. Okay, lässt sich aus irgendeinem Grund nicht bewegen. Dann lädt er mal nach. Oh, das ist mir auch schon mal passiert. Schauen wir, ob man jetzt bewegen können. Ja, tatsächlich. Die stehen manchmal auf so einem Teil. Ja? Da kann man sich nicht mehr wegbewegen. Das ist mir schon zweimal passiert. Okay, das haben wir jetzt leider mit Varys und der steht komplett im Offenen. So, jetzt müssen wir noch die letzte Gruppe finden. Aber bevor wir die finden wollen, müssen wir erstmal nachladen. Ja, da haben wir jetzt einen kleinen Bug. Der ist jetzt nicht so günstig. Können wir den irgendwie anders über Pfeiltasten oder irgendwas bewegen? Na. Okay. So, da müssen wir jetzt leider die irgendwie hierher lotsen, damit er sich irgendwie beteiligen kann an der Geschichte. Okay, sollte reichen erstmal für die Runde Feuerschutz. Schauen wir mal, da kommt die letzte Gruppe irgendwie. Die Frage ist natürlich auch, wo ist sie überhaupt? Vielleicht da drin. Schauen wir mal rein. Tatsächlich. Na, da hinten ist sie. Viper, Stunlancer und normaler Trupper. Okay. Das ist natürlich jetzt super ungünstig hier mit Varys, der da komplett im Freien steht. Ja, was soll man machen, gell?
So, wer sieht sonst noch was? Okay. Aris steht frei. Okay. Ah, sie steht eh schon hinter Full Cover, okay. Dann Ed geht noch hinter Full Cover. Heading out. Und kriegt aus irgendeinem Grund, den ich gut finde, einen Flank Shot auf den Trooper. Und Ed zerlegt einfach mal alles. Aber auch den Trooper. So, wir haben hier blitzschnelle Hände. So, nur 50%, aber hey, was soll's. Jawohl, einfach mal zwei in die Reaper. Ich glaube, den lassen wir mal offen. Varys kann eh nichts machen, verflucht. 40%ige Chance, okay, das heißt, der Rest geht auf Overwatch. Ich denke mal, die kommen näher. Und dann nutzen wir halt mal die Sachen aus. Viper geht auf, okay, geht auf Overwatch. Dann hat Manderley hier die Chance auf den. Okay, daneben. Hilaria. Auch daneben, schlecht. Jetzt kann noch Varys hinten aus seiner Stellung. Ah, schade, auch daneben. Ist klar. Schon wieder 4 Schaden auf sie. Die ist ja für alle Ewigkeiten im Lazarett. Aber sie steht sofort wieder auf. Respekt. Und zahlt es dem sofort heim. Ja, man sollte sich wirklich überlegen, was man so tut, mein Lieber. Okay, dann versuchen wir dem hier gleich mal das Overwatch wegzunehmen, der Reaper. Warum die auf Overwatch gegangen ist, mir ein absolutes Rätsel da hinten. Das war so total sinnfrei. Aria. Geht mal hierher. Er hat aber auch nicht viel sehen wahrscheinlich, weil er hinter dem Ding steht. Der muss sowieso kommen. Ed. Oh, Ed kommt sogar daher. Kriegt da wahrscheinlich sogar einen Flank Shot auf die Viper. Ja, aber normalen. Aber den machen wir gar nicht. Wir gehen da auf Suppression. Daneben. Aber Hitchance von 0%, wenn die Anzeige des Mods stimmt. Aufgrund von Suppression. Das hätte er sich sparen können, der Viper. Die Viper. Was weiß ich. Ja, die steht aber schön dahinter. Jetzt wenn wir Ed ins Freie stellen. Jo. Stellen wir ihn ins Freie und lassen wir ihn die Granate auf die Viper schmeißen. Schauen wir mal, was passiert. Für 3. Ja, das Blöde ist, die hat natürlich trotzdem immer noch ihren Full Cover, weil das Ding kann man nicht zerstören, hier das Gerät. Wyman vorbei. Ja, Varys ist sowieso out of it. Okay, Aria. Könnte sogar ein Schwerttyp über 88% machen. Komm, was soll's. Hat man quasi eh noch nie in letzter Zeit. Und da war es, die Viper. Ja, können wir Cowboy-Stiefel draus machen. Mannes 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Mannes 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ja, erfüllt. Richtig gut gespielt war es nicht. Vor allem Hilaria hat erstmalig einstecken müssen und zwar gewaltig. Die könnte uns jetzt eine Zeit lang ausfallen. Ja, Ed und Hilaria waren die Helden hier.
War schon okay, aber man sieht, die Gruppen werden jetzt stärker. Wir müssen dringend noch die anderen Waffen bauen und vor allem auch die bessere Rüstung. Trotzdem, Operation Stürmischer Dorn war okay. Was haben wir? Ja, Varys, hier 35 Tage mal so richtig lang rasen. Der wird sich auch denken, jedes Mal, wenn ich auf eine Mission gehe, dann lande ich erstmal im Lazarett. Ed, 14 Tage und Ilaria, ich bin total verwundert, nur 11 Tage. Jetzt dachte ich, das Programm wäre abgestürzt, aber ist nicht. Wir haben leider keinen einzigen Level Up. Ja, was haben wir uns alles geholt? 82 Alien-Legierungen, die brauchen wir ja alle, super. 30 Illyrium-Kristalle, 152 Vorräte. Ja, und hier fortschrittliche Magazinerweiterung, ein Magazin um 2 erhöht. Alien-Datenspeicher, den können wir eventuell verkaufen, wenn wieder am Black Market da ein Angebot herrscht. Und Muton haben wir gesehen das erste Mal. Und auch, genau, und auch ein Geschütz haben wir das erste Mal gesehen. Gut, jetzt haben wir 88 Legierungen. Soweit ich weiß, brauchen wir 60 für die Armor. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich eine Waffe leisten. Jetzt schauen wir mal schnell, wo wir da waren. Mal erinnern. Oh, da können wir uns einen Wissenschaftler holen. Okay, Wissenschaftler. Ich hätte gerne einen Ingenieur gehabt. Wo sind wir eigentlich da oben? Schauen wir nochmal Schwarzmarkt, aber ich glaube, da hat sich noch nichts geändert, oder? Der Markt ist offen. Ja, genau. Also das ist immer nur der Kauf. Ja, genau. Das ist dann immer der alte Stand. Dann holen wir uns jetzt mal die Info hier unten. Haben wir nur noch einen Tag. Strategische Ressource gefunden. Okay. Jetzt können wir uns den Wissenschaftler holen. Oder wir schauen hier nochmal her. Setze Kurs auf Sektor. Dann der Ingenieur zum Kaufen vielleicht? Täuschenminster. Willkommen, Commander. Ne, da war keiner zu kaufen. Klar, war keiner zu kaufen. Wie komme ich da drauf? Avenger berechnet neuen Kurs. Hören wir uns den Wissenschaftler da oben. Haben eh keine andere Wahl. Er sendet ein Notsignal und will abgeholt werden. Wieder irgendein Avatar-Zeug. Arbeiten immer noch am Avatar-Projekt. Die Zerstörung dieser Einrichtung würde ihre Bemühungen deutlich zurückwerfen. Nochmal. Weiter. Meistens kommt dann auch gleich noch. Genau. Ah, Rob ist wieder zurück. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Langsam wird's eng. Noch zwei Knubbel offen. Düsteres Ereignis, nächtliche Adventüberfälle. Aha, Rekruten kosten ab sofort 100% mehr, also oder zumindest für einen Monat, nicht ab sofort. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Ihre Fortschritte gegen die Aliens waren im letzten Monat beeindruckend, Commander. Aber es ist noch immer Luft nach oben, wenn wir die Alien-Bedrohung eliminieren wollen. 217 Vorräte und Dr. Marjorie Tyrell, müssen wir mal schauen, wenn es ein Ingenieur ist, dann wäre das was, wo ich mich interessieren würde. Ja, und unsere Vorräte natürlich. Ah, ich glaube, die holen wir als erstes, der Wissenschaftler läuft nicht davon. Avenger berechnet neuen Kurs. Oh, wir haben die nächste. Oh, und ein Ingenieur. Da kommt ein Ingenieur. Sehr schön. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Jetzt aber noch ganz schnell, bevor wir hier aufhören.
kaufe ich jetzt noch schnell eine Waffe in der Technikabteilung. Hallo, Commander. Wir werden einmal den Rest heben wir uns auf. Genau, wir werden die Magnetkanone 60 und 25, 85 passt. Die Magnetkanone, die können wir uns leisten. Somit stellen wir die auch her. Was halten Sie? Da ich selbst in einer gearbeitet habe, kann ich sagen, dass Sie unsere Medizin revolutioniert haben. Die Aliens haben uns von unseren größten Krankheiten befreit. Krebs, Malaria, AIDS. Der Prozess ist relativ einfach. Solange man erst einen Chip erhält? Ja. Das Ticket ist der Advent-Chip. Für die meisten Leute ist das kaum ein Nachteil. Höchstens eine kleine Unannehmlichkeit. Ich sehe so langsam den Reiz. Gut, sind die mit ihrer Unterhaltung endlich fertig? Kann ich die Folge endlich abschließen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein paar Verletzungen uns eingefangen. Aber nichts Dramatisches. Sollte es euch gefallen haben, dann bitte ich euch doch ein Like dazulassen. Oder gar zu abonnieren. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Und bis dahin, immer schön meinem Motto folgen. Keep on rockin'!